Ahoi Leute und herzlich willkommen zur Review von Black Clover Episode 28 und Episode 30. Ja Leute, es kamen jetzt zwei Wochen lang keine Black Clover Reviews. Das hat natürlich Gründe gehabt, die ich auch kurz nochmal für all diejenigen nennen möchte, die mein Video von vor knapp einer Woche nicht gesehen haben. Wie viele von euch gesehen haben, ist Folge 29 eine komplette Recap-Folge gewesen, also quasi Filler und da konnte man nichts mit anfangen. Zum anderen hingesehen ist Folge 28, das heißt die Dating-Folge, sage ich jetzt mal, die hat so wenig Content gehabt, dass ich damit nicht wirklich eine Review füllen konnte. Da hätte ich mit Glück vielleicht 3 oder 4 Minuten drüber reden können. Und deswegen habe ich mich selber dazu entschlossen, das Ganze hier ein bisschen abzuwarten, bis wieder eine Folge kommt, wo mehr Content ist. Und deswegen machen wir das jetzt, denn die heutige Folge, die ich mir heute angeschaut habe, nämlich Folge 30, hat wieder mehr Content gehabt. Und da wollen wir in Kombination mit Folge 28 jetzt drüber reden. Es sei auch noch kurz gesagt, Leute, ich werde in Zukunft wahrscheinlich immer eine Doppel-Review machen. Das heißt, es werden immer 2 Folgen gleichzeitig reviewed. Daher nicht wundern, falls nächste Woche keine Review kommen sollte. Aber fangen wir jetzt an, Leute. Wie gesagt, die Blind Date oder Gruppendate-Folge, die wir in Folge 28 hatten, die war recht unterhaltsam. Und ich habe euch damals ja auch schon gesagt, beziehungsweise in der letzten Review gesagt, ihr solltet euch nicht irgendwie fragen, ob das Filler ist oder nicht. Denn das ist eine Canon-Folge gewesen. Das ist eine Folge gewesen, die genauso im Manga war, beziehungsweise ein Chapter, was genauso im Manga war. Trotzdem kann diese Folge natürlich für jemanden, der den Manga nicht gelesen hat, sehr, sehr nach Filler riechen. Ich habe das auch sehr, sehr häufig mitgekriegt, dass die Leute gesagt haben, ey, das war doch Filler, warum haben wir jetzt noch eine Filler-Folge bekommen. Aber das ist nicht der Fall gewesen. Es ist eine ganz normale Folge gewesen. Und wer die Folge 30 gesehen hat, der wird auch verstehen, dass diese Folge kein Filler war, selbst wenn er den Manga nicht gelesen hat. Denn Rebecca stand in beiden Folgen ja irgendwo im Fokus, war Teil dieser Episoden. Und Rebecca, der neue Charakter, sage ich jetzt mal, das neue Mädel, was eingeführt wurde, ist ja gerade in Folge 28 mit Asta in den Mittelpunkt gerückt worden. Generell erstmal, was ist in Folge 28 passiert, Leute? Natürlich dieses Gruppendate, bei dem Finra, Luck und auch Asta dann auf ein Date gegangen sind. Das war wirklich eine sehr, sehr unterhaltsame Folge, wo ich mir zwischenzeitlich echt gedacht habe, hey, Luck, vielleicht kriegst du da jetzt auch eine ab, aber ja, Luck ist so ein durchgeknallter Typ, war doch klar, dass das nicht laufen wird. Und auch Finra, der alte Aufreißer, ein bisschen zu aufdringlich, haben natürlich auch die Frauen gemerkt, denn die beiden, Luck sowie Finral, sind mehr oder weniger leer ausgegangen. Aber Asta hingegen, der hat auch eigentlich ein ganz, ganz cooles Gespräch mit Rebecca gehabt. Nachdem Rebecca eigentlich erst sehr, sehr verschlossen war bei diesem Date, hat sie sich später doch geöffnet, nachdem Asta die Geschwister angesprochen hat. Denn er hat ja in Anführungsstrichen auch kleine Geschwister. Sie hat auch sehr, sehr viele kleine Geschwister, auf die sie aufpassen muss. Und so haben die beiden einen gemeinsamen Nenner gefunden in dieser Folge. Und das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Sie hat sich sehr, sehr schnell geöffnet und hat gesehen, wer Asta eigentlich ist und dass sie Asta, ja, ein bisschen mehr vertrauen kann, doch mehr Gemeinsamkeiten mit ihm hat. Und das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Und an dieser Stelle gilt es eigentlich auch mal, Noelle zu erwähnen. Denn Leute, wir wissen ja schon, dass Noelle in Asta verknallt ist. Sie gibt es selber ja nicht zu, das hören wir ja immer wieder von ihr, aber man sieht es so glasklar, Leute, dass Noelle in Asta verschossen ist und zwar wie kaum eine zweite. Ich glaube nur, Mimosa ist genauso verknallt in Asta wie Noelle. Nur, Noelle ist natürlich eine Zundere. Und wir wissen, Zundere zeigen nie ihre Gefühle, machen immer einen auf Haar, tun immer so, als wenn die Personen, die sie eigentlich mögen, ja, als wenn sie sich gar nicht für diese interessieren. Und genauso ist das auch bei Noelle. Und das sehen wir in beiden Folgen, in Folge 28 sowie Folge 30, sehen wir das echt gut. Denn gerade als Asta sich plötzlich mit Rebecca so richtig gut verstehen zu scheint, ja, da wird sie eifersüchtig. Sie hat sich außerdem auch in dieser Bar, in dieser Kneipe, in der sie da sind, hat sie sich extra einen Job besorgt, damit sie weiter Asta stalken kann. Sie ist schon irgendwie so eine Stalkerin von Asta geworden. Das fand ich einfach lustig, dass sie hier aber auch wirklich in beiden Folgen sehr, sehr präsent war und immer wieder gesehen hat, wenn Rebecca und Asta zusammen sind, dass sie da verlegen wurde, dass sie eifersüchtig wurde und ihr das gar nicht gefiel, wie die beiden sich zusammen verstanden haben. Das war wirklich echt unterhaltsam. Und auch die Sache, die ich sehr, sehr gut fand, war, als dieser besoffene, große, dicke Typ ankam und Rebecca angraben wollte, sie noch so runtergemacht hat, weil sie ja auf ihre Geschwister aufpassen muss, als Asta ihn dann einfach mit seiner bloßen Kraft gegen die Decke schleudert. Das hat Asta echt gut gemacht und da habe ich mir gedacht, das hat der Typ sowas von verdient. Und weil dann natürlich das Möbeljahr von der Kneipe zerstört wurde ein bisschen, fliehen dann Rebecca und auch Asta und das war echt eine Szene, die natürlich Noelle wieder nicht gefallen hat. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wer da wen an die Hand genommen hat, ob da Asta Rebecca an die Hand genommen hat oder Rebecca Asta an die Hand genommen hat. Ich glaube aber, Rebecca hat Asta an die Hand genommen. Ja, und die beiden rennen dann weg in so eine Seitengasse und Noelle kündigt dann sofort ihren Job und rennt den beiden hinterher, weil sie natürlich sehen möchte, was geht jetzt ab zwischen den beiden, wo gehen die beiden jetzt hin, und dann entdeckt sie die beiden in einer Gasse, wo die beiden reden, und da wird's richtig lustig, Leute, will ich einfach nochmal sagen. Da sagt nämlich dann Asta zu Rebecca,
dass er ja eigentlich schon ja eine Dame hat, die er sehr, sehr mag, mit der er die Zukunft verbringen möchte. Und diese Person ist im gleichen ... Und den Satz führt er nicht zu Ende. Und Noel interpretiert dann sofort rein, oh, sie ist im gleichen Orden oder sowas in die Richtung. Und deswegen denkt Noel jetzt, dass Asta auf ihn steht. Ja, und das ist wirklich wieder so eine lustige Szene gewesen, muss ich wirklich sagen. So eine zweideutige Szene. Wir wissen natürlich, wen er meinte. Natürlich meinte er Schwester Lilly und Asta. Ich check es immer noch nicht. Asta, was willst du mit Schwester Lilly? Was willst du mit dieser Nonne? Du hast quasi eine große Auswahl, nimm dir doch lieber was anderes als sie. Mann, das ärgert mich, Leute. Sagt mir mal ehrlich, wie geht's euch? Mit wem würdet ihr Asta am liebsten sehen? Doch nicht mit Schwester Lilly, oder? Seid mal ehrlich. Aber gut, so viel nur dazu. Wir kriegen dann noch mitgeteilt, dass Rebecca trotzdem nicht aufgeben will und sie offensichtlich auch jetzt so einen kleinen Crush an Asta hat. Und das fand ich wirklich sehr, sehr lustig. Und dann, Leute, gehen wir auch schon quasi in die Folge 30 über. Denn Folge 30 ist quasi die Gusche, wie auch immer man ihn aussprechen will, ja, man schreibt ihn quasi Gauche, ja, der Charakter mit dem Siscon-Komplex, der immer eine blutende Nase bekommt, wenn er von seiner Schwester redet. Im Anime, ich glaube, wurde er jetzt Gusche genannt und wie gesagt, das war seine Episode, seine Einführungsepisode, von ihm haben wir ja noch nicht so viel gezeigt bekommen. Und das sage ich euch ja auch immer, Leute. Immer wenn ihr mich fragt, hey, da sind so viele Charaktere im Schwarzen Stier, warum kriegen wir die denn nicht vorgestellt, die sind alle so charakterlos. Wie gesagt, die werden alle nach und nach in den einzelnen Arcs vorgestellt und in diesem Arc, der jetzt kommt, wird Gusche vorgestellt. Er wird der Fokus in diesem Arc sein. Davor bekommen wir dann aber auch noch im Waisenhaus gezeigt, dass Yuno sowie Asta befördert wurden und dass das Waisenhaus es auch recht feiert, weil sie kriegen ja immer Geld von den beiden zugeschickt. Fand ich sehr, sehr interessant, das nochmal kurz zu sehen. Generell bekommt der Schwarze Stier heute einen freien Tag. Und Asta will dann mit Magna, beziehungsweise bittet Magna darum, ihn in die Stadt Nairn zu fliegen. Ja, und der Grund, warum er dahin möchte, ist, weil er sich dort mit einer Frau treffen möchte. Und Noel stalkt wieder, Leute, sie ist wieder am Stalken. Sie hat da nämlich wieder diesen Verdacht und denkt natürlich sofort, dass Asta sich mit Rebecca treffen möchte und ist da wieder eifersüchtig. Das war wirklich wieder so eine gute Szene. Ich weiß nicht, ich mag das irgendwie. Ich finde es irgendwie total lustig, wie sie quasi hinter Asta her schmachtet, aber ihm eigentlich nicht wirklich sagt, was sie von ihm will oder was sie von ihm hält. Ja. Ja, mal gucken, ob sich das in Zukunft noch ändern wird. Und zur gleichen Zeit will dann auch Gusche ein Geschenk für seine Schwester kaufen, denn er hat ja seinen Siscon-Komplex, das heißt, er liebt seine Schwester über alles, kriegt Nasenbluten, das sehen wir ja dann, als er auch in diesem Spielzeugladen drin ist. Wirklich eine ziemlich durchgeknallte Szene. Generell, er ist ein sehr, sehr durchgeknallter Charakter, oder was findet ihr? Zumindest von dem, was ihr bis jetzt von ihm gesehen habt. Und Asta trifft sich dann, wie gesagt, mit Rebecca und auch den Geschwistern von ihr. Und jetzt kommt's auch, Leute, er trifft sich auch mit Marie. Und Marie ist die Schwester von Gusche. Ja, das ist die kleine Schwester und er spielt dann gerade mit ihr. Und als Gusche das sieht, rastet er einfach komplett aus, greift Asta an, weil er eifersüchtig wird. Ja, vor allem, weil die kleine Schwester, weil Marie dann noch zu ihrem Bruder sagt, ja, wenn ich groß bin, möchte ich mal Asta heiraten. Also lass ihn bitte in Ruhe. Und da zerbricht einfach seine Welt, dass seine kleine Schwester, die er so vergöttert, dann Asta heiraten will. Einfach so herrlich. Ich musste wieder echt gut lachen in dieser Folge, Leute. Muss ich einfach sagen. Das liebe ich auch so am Black Clover, dass Black Clover nicht nur typisch Shonen ist, also kämpfen hier, kämpfen da, sondern dass da auch wirklich Comedy drin ist. Black Clover ist für mich auch irgendwie so von den ganzen Shonen, die gerade so aktuell laufen, die gerade so beliebt sind, ist Black Clover der wirklich am besten das mit der Comedy macht. Das ist aber nur meine Meinung. Was sagt ihr dazu? Ist das bei euch auch so, dass ihr sehr, sehr viel Spaß habt, dass ihr sehr, sehr viel lachen könnt bei Black Clover? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, wir sehen dann auch die Magie von Gusche, nämlich die Spiegelmagie, die er hat. Er kann sich zum Beispiel verdoppeln, er kann eine Art Lichtstrahl aus seinem Spiegel schießen. Das ist so ein bisschen seine Magie. Wir haben natürlich noch nicht im Ansatz alles gesehen, Leute, ja, machen wir uns da nichts vor. Dann kommt übrigens auch die Nonne aus der Kirche, denn seine kleine Schwester Marie ist in einer Art Waisenhaus, genauso wie Asta es eben früher war. Denn Gusche ist, ja, er hat einige Sachen gemacht, die wir in den nächsten Folgen noch genauer gezeigt bekommen. In dieser Folge haben wir auch einen kleinen Ausschnitt gesehen, wo er quasi in so einem Knasti-Outfit war. Und das wird natürlich in den nächsten Folgen noch ein bisschen besser beleuchtet werden. Deswegen, da könnt ihr euch drauf freuen. Und ich finde auch lustig, wie Gusche einfach von jedem Charakter Siscon genannt wird. Ja, von der Nonne wird er Siscon genannt und von Asta wird er Siscon Senpai genannt. Einfach richtig lustig finde ich das, dass er hier wirklich darauf reduziert wird. Ich meine, das ist ja auch das, was er ausstrahlt. Und generell ist hier wirklich diese ganze Szenerie sehr, sehr gut gewesen, sehr, sehr lustig gewesen. Noel wird mal wieder, Leute, eifersüchtig dann, als er sieht, wie gut sich
Asta mit Marie, die ja wohlgemerkt ein Kind ist, als auch mit Rebecca versteht, denn sie ist natürlich der Gruppe wieder gefolgt. Rebeccas Geschwister sagen dann später, als sie in dem Restaurant sind, denn Rebecca hat ja ein eigenes Restaurant, was sie von ihrer Familie übernommen hat, und da sind dann auch die Geschwister da, und die Geschwister sagen zu Rebecca, ja, du musst Asta doch heiraten, mach ihn, sorg doch dafür, dass er dich heiratet. Eine Schwester sagt, glaube ich, zu ihm, ja, verführ Asta doch heute Nacht, du hast die Chance, Schwester, mach es doch. Leute, einfach so herrlich, diese Folge, einfach so herrlich, und Rebecca weiß gar nicht, was sie machen soll. Sehen wir aber dann später auch noch, wie Rebecca sich bei Nacht eher ein bisschen hin und her rollt, weil sie total verlegen ist und dann nochmal nach ihren Schwestern und Brüdern schauen möchte, was mit denen los ist, denn da wird es jetzt ein bisschen tricky, Leute, denn die Kinder verschwinden in diesem Dorf, in dieser Stadt, alle bei Nacht. Sie werden quasi ein bisschen hypnotisiert und aus ihren Zimmern rausgelockt. Und das führt dazu, dass nach und nach alle darauf aufmerksam werden, nachdem vor allem auch noch Asta von Gusche wieder angegriffen wird bei Nacht. Ja, muss ich auch nochmal sagen, der Typ, der will einfach Asta zur Strecke bringen, weil er Asta als Konkurrenten für seine Schwester sieht. Finde ich wirklich ein bisschen durchgeknallt, diesen Typen. Aber naja, wir werden noch mehr von diesem Charakter sehen. Und der Fokus wird jetzt natürlich darauf liegen in den nächsten Folgen, dass die Kinder entführt werden und die Kinder zurückgeholt werden müssen. Unter diesen Kindern sind natürlich auch die Geschwister von Rebecca und auch die kleine Schwester, also Marie von Gusche. Und das wird sehr, sehr spannend, Leute. Dieser Arc ist ein sehr, sehr guter Arc, ein sehr, sehr dramatischer Arc, wie ich auch selber finde, der jetzt auf uns zukommt, gerade euch Anime-Only sage ich das, der jetzt eingeleitet wird. Dieser Arc, es wird keine Filler-Folge, die nächste Folge, auch nochmal ganz wichtig, das zu erwähnen. Und wir haben auch dann den Charakter gezeigt bekommen, der dafür verantwortlich ist, dass die Kinder da überhaupt so hypnotisiert werden. Den sehen wir noch am Ende der Folge mit seinem schneeweißen Haaren, weißen Augenbrauen. Finde ich wirklich sehr, sehr cool, wie sein Design hier im Anime umgesetzt wurde. Der ist auch ein Charakter, den ich eigentlich nachher ein bisschen mehr leiden konnte, aber wie gesagt, ich will da gar nicht weiter drüber reden. Zum Zeitpunkt, wo wir diesen Charakter besser kennenlernen, können wir da vielleicht ein bisschen drüber sprechen. Wollte das nur schon mal angesprochen haben. Und das war es mit diesen beiden Folgen, die diesen neuen Arc eingeleitet haben, in dem Gusche jetzt der Fokus ist. Natürlich ist Asta auch wieder dabei. Er ist der Hauptcharakter. Ist ja wohl klar, dass er mit dabei ist. Leute, wie fandet ihr diese beiden Folgen? Lasst mir das auf jeden Fall in den Kommentaren da, denn ich fand, die beiden Folgen sind als Kombination wirklich gut anzuschauen. Einzeln ist gerade Folge 28 nicht so stark gewesen, aber Folge 30 kommt man sich schon sehr, sehr gut anschauen. Beide Folgen sehr, sehr viel auf Comedy und auch irgendwie so ein bisschen auf Romance, wenn wir mal ehrlich sind. Ich fand es sehr, sehr gut. Ich bin ja nicht nur der typische, klassische Shonen-Fan, das heißt, ich brauche nicht nur Kämpfe hier und da, sondern ich habe auch gerne mal ein bisschen Comedy dabei und auch gerne ein bisschen Romance, wenn es passt, ja? Und das ist einfach hier sehr, sehr gut bei Black Clover und hält mich wirklich sehr, sehr gut. Sagt mir eure Meinung zu dieser Folge. Eine Sache will ich noch ansprechen, Leute. Ich habe ja von euch häufig gelesen, hey Kev, kannst du nicht mal Videos machen, so Erklärungsvideos, wie du zu Attack on Titan machst, auch zu Black Clover. Da habe ich euch ja gesagt, hey, das ist im Moment einfach nicht der Fall. Aber wenn ihr sowas haben wollt, dann empfehle ich euch jetzt mal einen Kanal oben in der Infocard, Lomalio. Da könnt ihr mal bei ihm vorbeischauen. Der macht nur Black Clover Content. Da könnt ihr wirklich mal ein Abo bei ihm lassen. Das ist wirklich ein richtig cooler Junge. Schaut bei ihm mal vorbei, wie gesagt. Oben in der Infokarte auf den i-Punkt klicken, dann kommt ihr direkt zu seinem Kanal. Würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr bei ihm mal vorbeischaut und ihm auch mal einen Kommentar da lasst, dass ihr von mir gekommen seid, Leute. Ja, wie gesagt, falls euch dieses Video gefallen hat, dürft ihr das Ganze natürlich gerne mit einem Like supporten und auch kostenlos abonnieren, falls ihr das nicht schon getan haben solltet. Und schreibt unbedingt einen Kommentar, Leute. Wenn ihr mehr von mir hören wollt noch auf den sozialen Medien, könnt ihr auch in die Videobeschreibung gucken. Da habe ich das Ganze auch nochmal verlinkt. Das heißt Discord, Twitter und Instagram. Da bin ich jetzt auch ein bisschen aktiver. Und ja, Leute, ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Ich sage ciao und tschüss und hoffe, wir sehen uns spätestens in der nächsten Review von Black Clover wieder.